Das Volk der Schwarzlinge lebt im südöstlichen Wald. Sieht man zwar nah, sieht zwar nah aus, ist aber weit weg, weil man die ganze Gebirgskette umgehen muss. Und zwar tief im Wald, wo nicht mal der Ratzinger pennt und nicht mal die Eulen sich trauen, ihr Nest zu bauen. Das kennen wir schon. Wir haben hier nur ganz selten, obwohl uns seit einiger Zeit die Schwarzlinge aus dem südöstlichen Wald besuchen kommen. Okay. Gerade hier noch die ganze Zeit am Laden. Erst 47 GB Arma 3 und noch über 50 GB schon Mods. Okay, das ist einiges, würde ich sagen. Ah ja, genau. Ich kann jetzt die Sachen anlegen, ne? Okay, hier haben wir nichts mehr. Aber vielleicht haben wir hier noch. Kraftgürtel? Nein. Katuscha? Ja. Als Tuch? Zauberstiefel? Ballenring? Gemini-Stiefel? Wüstenstiefel? Hat sie noch kein Dings bekommen? Elfenohrringe? Düsen? Ich setz mal Diamant ein. Level up und Thermometer. Nein, hatte sie noch nicht. Okay. Dösen interessiert mich. Was ist denn Dösen? Trefferquote des Gegners wird gesenkt. Ich dachte, es würde schnell gehen. Ja, genau. So, den Diamant nehmen wir aber nicht. Wir nehmen nämlich wieder den Elfenohrring. Okay, hier haben wir nichts Neues. Der ist eigentlich auch nicht gut. Mikoschi-Hut. Weihrauch, Konter, es werde Licht. Das würde mir auf jeden Fall einiges an Verteidigung geben. Das ist schon mal gut. Magierkutte. Auch nochmal plus 5 Abwehr. Auf jeden Fall Seidenkleid ist halt eine Option. Ja, nehmen wir Seidenkleid. Ogerstock, Stopp, Bio und Saugen. Nehmen wir rein. Macht auch Gemach. Zauber minus 1, Stärke plus 1, Abwehr plus 1, Zauberabwehr plus 2. Klar, Zauber werden schwächer, aber ich bin am Überlegen, ob ich den reinnehme.
Ja, plus 2. Minus 1, minus 1. Plus 1, plus 5. Auf jeden Fall. Da brauche ich auch nichts mehr, also Zaubereif rein. Magierkutte plus 1, minus 2, minus 2, plus 2. Ach. Das ist das eigentlich schon fast besser. Nee, Abwehr geht auf minus, minus 7. Warten, ich warte jetzt hier diesen Adrenalin ab, dann haben wir das da rein. Diamant kann ich da gar nicht nutzen, das ist schon mal interessant zu wissen. Und ansonsten ist, glaube ich, der... Sind die Zauberstiefel eigentlich ganz interessant? Kriege ich plus 1 und plus 1 auf Stärke, minus 1 auf Zauber, das ist dumm. Plus 1 auf Abwehr und plus 2 auf Zauberabwehr. Dann gehen wir auf Lamias Tiara. Tatsächlich sagen, da lohnt sich gerade nichts anderes. Das ist alles nur Minus. Diamant bringt hier auch nichts. Interessant. Zwei, plus drei, plus zwei, minus... Ach du Scheiße, nein. Über die kann ich dann später nachdenken. Ist das Berett gerade? Weil sonst tue ich da den Dings rein, den Diamant. Habe ich schon mal Thermometer. Habe ich zwar habe ich zwar sehr stark die Werte runter, aber. Ja, tu mal den Diamant rein für die Werte. Danach wieder das Barett, okay. Ich will noch den Zauberarmreif hier wissen. 32, 20, 20. Das ist tatsächlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich hole mir noch einen dritten davon. Ja, ich hole mir noch einen Zauberarmreif. Tut weh, aber ja.
So, jetzt bin ich aber erstmal. Ich würde sagen, gut aufgestellt. So, dann gehen wir mal zum Wald, würde ich sagen. Das ist die Höhle. Und ich muss... dahin. Okay. Eigentlich nur geradeaus. Warte mal, warum sind Lilly und Dings eigentlich vertauscht? So. Was soll das eigentlich? Ihr lacht sich. 156. 448. Tausendeinhundert. Level up für Quina. Das heißt, sie hat einen Ability Point mehr. Ein Ability Point noch. Dann kann ich wieder die 10% MP dazu tun. Geht eigentlich vom Weg her. Drei Monster sind wir jetzt begegnet. Dreimal dasselbe Monster will ich im Übrigen nur sagen. Kritisch. 2080 Schaden. Nice. Das sind Zahlen, die ich gerne sehe. Ob es eine Fähigkeit gibt, die meinen kritischen Treffer erhöht? Das wäre nice. Wie war das? Tief im Wald, wo nicht mal der Ratzinger pennt und wo nicht mal die Eulen sich trauen, ihr Nest zu bauen? Wo die Eulen wohnen, wo keine Eule wohnt. Keine Eule wohnt. Hä? Ja, eigentlich kann ich Autokampf machen, aber ist auch dumm. Warum ist die so schnell, die Scheißeule?
Oder der Ratzinger, wie er gesagt. Ich hab schon Hast und der ist trotzdem so schnell. Ich krieg immer nur einen Angriff durch. Natürlich verfehlt. Keine Eule wohnt, wo die Eulen wohnen. Wo die Eulen wohnen, wo keine Eule wohnt. Okay. Das ist, haben wir Windmagie? Ja, Screenerfall, Grüblitz, 1000 Klöpfesfallen. Krötenfalle, jetzt will ich mal wissen, wie stark das ist. ...525 Schaden! Nicht schlecht. Wir geben ganz schön Level. So, da wollte ich lang, ne? Oha. Hübsch. Ah, I see. Ein Zauber. Eine Zauberwand. Dorf der Schwarzmagier. Ah! Mi! Was habt ihr denn? Menschen! Wartet doch! Hast du die gesehen? Ich glaube schon. Sie haben gesprochen. Hast du gehört, wie sie gesprochen haben? Es gibt also noch Leute wie mich. Warum existiert in so einem fast ausgestorbenen Wald ein Dorf wie dieses? Keine Ahnung. Wo ist Vivi hin? Ich glaube, er ist dorthin, aber hey, jetzt wartet doch. Andere Dörfer, andere Spezialitäten, Mampf. Na, herzlichen Glückwunsch. Dafür hat man Freunde. Aufruhr. Wir machen den Aufruhr. Menschen! Vivi! Was hat es nur mit diesem Dorf auf sich? Die Musik ist cool. Das Dorf alleine zu verlassen scheint mir ein wenig riskant. Einfach rein. Zack. Willkommen. Huch! Was kann ich für euch tun?
Noch eine Allzweckweste. Ja, jetzt kann ich sie natürlich nicht sehen. Ich glaube, die brauchte kein anderer. Ich finde die Musik ganz cool. Nein, ich will nicht mit dir reden. Nix hier erhalten. Na, bitte geht doch. Goldene Nase des Meisters. Warum rennt ihr weg, Mampf? Ich habe euch doch gar nicht getan, Mampf. Sehr verdächtig. Mampf? Es liegt was in der Luft. Das kann doch nur... Eindringling und Besucher. Verzeiht, was ist das hier für ein Dorf? Was wollt ihr hier? Das ist unser Dorf. Genau. Es war doch bestimmt der Kleine, der euch hierher geführt hat. So macht ihr Menschen es immer, immer nutzt ihr uns aus. Meint ihr Vivi? Ich verstehe das falsch. Es ist das erste Mal, dass wir außer Vivi Schwarzmagier treffen, die einen eigenen Willen besitzen. Und außerdem sind wir gekommen, um den Mann aufzuhalten, der euch für seine dunklen Machenschaften missbraucht hat. Ist das auch wahr? Lass dich nicht in die Irre führen. Glaub ihnen nicht, Menschen lügen immer. Nein, es ist die Wahrheit. Ich möchte ebenso wie ihr, dass mir mit diesen Grausamkeiten endlich Schluss ist. Seid herzlich willkommen, was kann ich für euch tun? Ich kann High Potions kaufen. Und Allheilmittel. Aber High Potions. Nice. Äther erhalten. So tretet doch bitte näher. Ich glaube, dein Ladenbesitzer sagt so etwas. Die Musik so nice. Ach, jetzt verstehe. So. Okay. Cool. Zwei Gebiete sind mit voneinander. Hier ist die Pension, aber es ist noch zu früh zum Schlafen. Eigentlich mit dem Typen reden. Entlang des Waldes, Schwarzmagier Nummer 234. Unser Dorf, Schwarzmagier Nummer 123. Ist der nicht da oder warum kann ich mit dem nicht reden? Die Musik der Träume und Zauber nur für euch, Erbauer Umeboshi. Kann mir das was sagen, Umeboshi? Virgo erhalten. Aha. Virgo? Ist das ein normales Item? Wertvolles? Virgo, ja, hier. An der Brandung der untergehenden Sonne murmelte Virgo, ich hege nur einen Wunsch. Ich möchte die Zeit jetzt und hier mit dir verbringen. Erzählungen der Stellatia.
Okay. Jedes einzelne Wort. Es ist also der mit den Menschen in dieses... Es ist also der mit den Menschen ins dieses Dorf kam. Mach dir keine Sorgen, er hat die gleichen Augen wie wir. Er ist genauso erwacht und einer von uns. Dankeschön. Wer sind denn all diese Leute hier? Sind alle hierher geflohen, aus Alexandria oder aus Frachtschiffen. Von so weit? Ja, um uns vor den Menschen zu verstecken, sind wir über das Meer geflohen und haben nach einem friedlichen Ort gesucht. Ich verstehe. Und was ist das hier für ein Ort? Das hier ist ein... Wie hieß so ein Ort nochmal? Dieser Ort hier ist ein Friedhof. Ach ja, genau, ein Friedhof. Ein Friedhof? Heißt das, hier unter der Erde sind... Ja, hier sind unsere Freunde begraben, die einfach stehen geblieben sind. Stehen geblieben? Aber wieso? Weil ich und Nummer 36 sind zusammen bis hierher geflohen. Wir haben hier ein Dorf gebaut und es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Und dann ist Nummer 36 eines Tages einfach stehen geblieben. Er hat sich kein bisschen mehr bewegt. Ein Freund von mir, der viel weiß, erzählte mir, dass dies bedeutet, zu sterben. Und wenn man stirbt, muss man sich unter der Erde verstecken. Ich verstehe nur nicht, warum Nummer 36 sich dort unten verstecken muss. Aber irgendwann kommt er doch wieder aus der Erde, nicht wahr? Dann können wir wieder zusammen spielen. Wie ist er denn einfach stehen geblieben? Oder war er vielleicht krank oder verwundet? Sag doch, was ist denn passiert? Eine Bitte, Kupo. Übergib diesen Brief an Moki. Dank, Kupo. Du gehörst doch zu dem, oder? Schaff den doch mal hier weg. Ich sehe den auch auf dem Weg, die Geheimnisse des Ashen zu ergründen. Das ist unser Ei, das werdet ihr nicht bekommen. Ein Active Time Event habe ich noch, das möchte ich noch gerne bekommen, bevor ich hier weitermache. Das war der Laden. Dann hier war ich noch nicht drin. Zidane. Was ist hier los, Lily? Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, aus welchem Grund wir hier sind. Den Grund? Ja, genau. Weshalb sind wir eigentlich hier? Zidane? War doch nur ein kleiner Scherz. Immer schön locker bleiben. Das war aber fair am Platz. Jetzt, wo ich fast Ihr Vertrauen gewonnen hätte. Ein Scherz? Muss man sich davor fürchten? Ach was, ein Scherz ist etwas sehr Lustiges und Spaßiges, oder Lili? Oder Lili? Ihr scheint ja eigentlich gar nicht so böse zu sein. Aber ihr kämpft gegen die Bösen, stimmt's? Ihr habt's erfasst. Wo ist eigentlich Vivi? Keine Ahnung, ich suche ihn auch, aber er ist nirgends zu finden. Hoffentlich hat ihn die ganze Situation nicht so sehr mitgenommen. Ich mache mir Sorgen, ich werde ihn suchen gehen. Hey Lili! Na toll. Willkommen zum hämmernden Schwarzmagier. Ah, hier kann ich die Dings machen. Okay. Hier, Mithrildolche brauche ich. Recycelt.
Ah, hier. Elfenohrringe kann man daraus. Uriel. Aha. Also kann ich noch eine Runenklinge machen, wenn ich mir Mithridolch hole? Ach du Scheiße, ist das hier groß. Lol. Ob ich bei dem Einladen eine Waffe bekomme noch? Also ich, war das hier? Nein, das war nicht hier. Dann war es der erste. Direkt hier der Laden war es. Hast du einen Mithrildolch? Du hast einen Mithrildolch. Lamias Tiara brauche ich noch. Fußkette. Wie kriege ich denn eine Fußkette? Kann ich mir hier eine Fußkette irgendwo holen? Uriel mache ich mir noch. Uriel mache ich mir noch und Fußkette habe ich leider nicht. Nein, nicht da. Multistab müsste ich auch zweimal haben, oder? Habe ich den Multistab zweimal? So. Multistab zweimal, ja. Dann brauche ich noch dieses Stirnband. Lamias irgendwas. Aber das Fußband gibt's hier leider nicht. 800 kostet das. Das geht tatsächlich sehr fit. So, dann Uriel. Ah, ich habe nicht genug Geld. Sowas aber auch. Ja, dann muss ich irgendwie was verkaufen. Wie Geld brauche ich denn? Das müsste reichen. So, Uriel. Da. Ah, den Reflektring hätte ich halt auch schon ganz gerne, aber mir fehlt halt das Item Fußkette. Aber egal. Anlegen.
Runen. Oh, guck dir das an. Auch genannt die Giftschlange. 7. Plus 7 gehen wir da drauf. Das ist nice. Hallo, Mr. Mr. Philipp. Mir ist nichts eingefallen. Kommst gerade zum Ende. Mr. Ausrede. Das ist gut, ja. Okay, das ist tatsächlich nicht so gut, das Madina-Schild. Was hatten wir denn noch? Das Uriel, ne? Das sehe ich aber hier bei denen nicht. Lass mich. Immer der Herr mit den Ausreden. Er geht zu Vivi. Da möchte ich aber jetzt erstmal nicht hin. Okay. Ich möchte nämlich hier zum Speicherpunkt. Für mich ist nämlich schon spät genug. Und was mit diesem Dorf auf sich hat oder dem Friedhof auf sich hat und Vivi auf sich hat und diesen ganzen Schwarzmagien hier auf sich hat, das sehen wir dann nächste Woche. Sehr gut. Gut, dann speichere ich hier. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs dabei sein und ich lasse die Leute ihr Ding tun. Ja. Ja, und dann sage ich bis dann und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Bye bye.